Hey ihr Lieben, hier ist wieder eure Julia, eure Ex-Grundschullehrerin von Händchen in Hand. Und ich möchte mit dir heute besprechen, warum Freilernen die Kindheit verlängern kann. Also dazu müssten wir natürlich erstmal sagen, was das Gegenteil vom Freilernen ist. Das wäre die Schule. Und die Schule ist natürlich vor allem dafür verantwortlich, die Kindheit in ihrem normalen Verlauf zu stören, ja. Und zu sagen, so, das war jetzt das Spielkind und jetzt kommt das Schulkind. Ja, das hat man früher immer noch so gesagt. Auf jeden Fall ist die Schule schon ein störender Faktor, weil es kommt auf einmal Zeitdruck rein, es kommt ein Stundenplan rein, es kommen Erwartungen rein, es kommen Notenbewertungen rein, nicht gleich, aber zumindest dann ab der dritten Klasse. Es kommen Fremdurteile mit rein, es kommt teilweise unnatürlicher Druck mit rein. Und man muss sich das mal so vorstellen wie eine kleine Pflanze, ja? Wenn ich eine kleine Pflanze habe und da zu viel draufpacke, also zu viel, ja, dann kann die unter Umständen gar nicht wachsen. Wenn ich allerdings der Pflanze ein bisschen mehr Zeit gebe, bis sie größer und stabiler ist, ja, dann kann ich da irgendwann auch Sachen draufpacken. Ja, weil viele ja sagen, ja, aber das Leben ist ja nicht nur ein Ponyhof. Dazu hatte ich übrigens auch schon mal ein Video gemacht. Aber man kann da später mehr draufpacken. Ja, wohingegen dann die Schulpflanze, wo schon früh so viel draufgepackt worden ist, teilweise passiert das ja heutzutage schon im Kindergarten, die ist dann irgendwie vielleicht so verkrümmt und verkümmert und kann nicht richtig sich in ihrem Leben ausdehnen. Ja, im schlimmsten Falle, ja, es gibt ja auch immer, muss ich immer wieder sagen, liebe Lehrer, tolle Schulen. Ist das Pflänzchen, was länger in Ruhe gelassen wurde, hat das Selbstwert bekommen und ist nicht die ganze Zeit verglichen worden, ist nicht die ganze Zeit bewertet worden und konnte sich so frei ausbilden, dass es tatsächlich auch mal einem Sturm standhalten kann, ja? Und natürlich kann man immer sagen, dass die Schule ja auch wichtig ist für die sozialen Kontakte und so weiter. Aber wie gesagt, da hatte ich ja auch ein sehr spannendes Video mit dem lieben Lukas Dudek gemacht. Verlinke ich dir da oben. Es kommt ja nicht immer auf die Quantität an der sozialen Kontakte. Es kommt vor allem auf die Qualität der Kontakte an. Und die muss nicht immer gut sein. Ja, die muss unserem Kind nicht immer gut tun und die muss unser Kind auch nicht immer weiterbringen. Denn wir befinden uns ja dann in einem Fahrwasser, wo wir auch jeden Tag immer das relativ gleiche erleben, ja. Einmal haben wir Mathe Deutsch, dann haben wir Deutsch Mathe, dann haben wir vielleicht noch mal einen Englischlehrer, aber irgendwann kennen wir auch all das und irgendwann wiederholt sich auch all das und irgendwann wird all das zur Routine und immer ab dem Zeitpunkt, wo irgendwas zur Routine wird, hört die Entwicklung auf. Ja, dann haben wir vielleicht noch ein bisschen neuen Unterrichtsstoff, ein bisschen neuen Input hier und da, aber dieses System, das ist dann schon in uns reingefräst. Und da lernen wir nicht jeden Tag wieder neu sozial zu agieren, sondern meistens frieren sich die sozialen Strukturen ein. Ja, die Beliebten sind die Beliebten und die Gedemütigten sind die Gedemütigten. Und so friert sich das fest. Und die Kinder machen dann meistens Tag für Tag für Tag für Tag die gleichen guten oder schlechten Erfahrungen. Das heißt, diese Vielzahl an menschlicher Interaktion, die wirst du in der Schule irgendwann auch nicht mehr haben. Das mag vielleicht so die ersten paar Wochen sein oder wenn du mal eine Klasse wechselst oder wenn du mal auf eine andere Schule wechselst. Aber dieses soziale Gefüge, was sich in der Schule dann auch festfügt, das ist dann auch irgendwann nicht mehr, wie soll ich sagen, nicht mehr neu. Ja, und dann ist das auch nicht mehr wachstumsfördernd. Ja, und das merkt man ja auch darin, dass man manchmal, wenn ein neues Kind in die Klasse kommt, erstmal so, ne? Darin merkt man diese Starrheit im System, dass dann die Grüppchen Grüppchen bleiben, ja, und Grüppchenbildung und Klicken und so, ja, diese ganzen Wörter, die beschreiben im Prinzip nur das, was ich jetzt gerade schon beschrieben habe, nämlich, dass wir festgefrorene soziale Strukturen in der Schule vorfinden, die am Ende tatsächlich uns auch in unserem seelischen Wachstum, in unserem sozialen Wachstum, in unserem Interaktionswachstum, ja, nicht wirklich fördern. Ja, das ist dann einfach auch immer same old, same old.
Und da können wir auch nicht reinhaken und sagen, ja, das Kind braucht ja auch die Auseinandersetzung. Aber es braucht nicht immer die gleiche Auseinandersetzung mit den gleichen Kindern. Ja, weil dann, das ist die Pflanze, ja, wo der Stein draufgelegt wird. Und vor allem, wenn es dein Kind betrifft, dass es gemobbt wird oder wenn dein Kind sozusagen am Ende der Nahrungskette steht, dann ist das ein Stein auf die Pflanze und dann bringt uns das nicht so viel weiter. Ja, wohingegen, wenn wir Freilerner sind, kommen wir idealerweise natürlich, ja, das ist auch eine Idealform, die ich hier beschreibe, das weiß ich sehr wohl, mit verschiedenen Menschen in Kontakt. Wir können uns ausprobieren, wir dürfen uns auch mal zurückziehen, wenn uns was nicht gut tut. Und dadurch lernen wir aber auch, was uns nicht gut tut. Wir können uns neu ausprobieren, wir können Leuten eine zweite Chance geben, wir können schauen, klappt das besser? Nein, okay, dann ist derjenige vielleicht nichts für mich oder wir geben ihm noch eine dritte Chance. Aber wir lernen dynamischer umzugehen mit unseren Beziehungen. Ja, wohingegen in der Schule, bums, ja, das ist deine Klasse und das hast du gefälligst zu lernen, denn im Leben kannst du es dir ja später dann auch nicht aussuchen. Und das sind so Sachen, wo ich denke, da unterbricht die Schule die normale soziale Entwicklung von Menschen. Ja, weil ab da wird es spätestens, ja, wenn nicht schon im Kindergarten, wird es festgeklopft. Ja, dann haben wir immer die gleichen Leute, der kriegt immer den Bagger, der kriegt immer die Schaufel, der kriegt immer zuerst den Blumendienst, ja, oder was auch immer Kinder dann gerne machen wollen. Meistens sind Milchdienst und Tafeldienst immer die beliebtesten Dienste gewesen, soweit ich mich erinnern kann. Und man weiß dann schon, wie das sozusagen so läuft in der Welt, ja. Und das Schöne eben, wenn wir tatsächlich uns jetzt wieder befreien aus diesen Strukturen, die uns, wer weiß es, irgendwann auch mal gedient haben und die natürlich auch, wie viele Leute immer gerne kommentieren, sie zu dem gemacht haben, was sie sind. Aber wenn wir die wieder ein bisschen aufbrechen und einfach mal ein bisschen mehr Vielfalt reinbringen, in unseren sozialen Horizont, sage ich mal, Sozialkontakthorizont, dann ist das auch ein wichtiger Entwicklungsschritt, der unsere Kinder besser wachsen lässt. Also auch innerhalb ihrer Kindheit. Und wenn die Schule eben dann als einschneidendes Erlebnis passiert, irgendwann mit 6 oder 7 Jahren, dann wird dieser Kindheitsprozess irgendwo abgeschnitten. Ja, ihr werdet mir sicher zustimmen, dass die Entwicklung, wie Kinder sich sozial entwickeln, ja maßgeblich mitbestimmt wird durch die Schule. Aber das heißt ja nicht gut, ja. Das heißt nicht auf gute Art und Weise. Sondern diese Kindheit, wo das Kind vielleicht noch geglaubt hat, es kann alles schaffen, es ist gut in dem. Und ihr kennt ja auch Kinder, die so übersprudeln und sagen, ja, ich bin gut in Mathe, so. Und dann kommt es in die Schule. Und dann wird es erstmal auf seinen Platz gesetzt, ja. Ja, du kannst es überhaupt noch nicht, weil du kannst noch nicht das, du kannst noch nicht das, du kannst noch nicht das. So, das wird auch unterbrochen durch die Schule. So dieses kindliche Unbesiegbarkeitsgefühl, ja. Du wirst erstmal richtig zurechtgestaucht, so. Und auch das würde Kindern tatsächlich mindestens 2, 3, 4 Jahre mehr auch gut tun, so dieses Gefühl zu haben, hey, wo ist die Welt? Ich komme, ich kann alles und ich bin gut in allem, ja. Und weil eben Kinder so früh verglichen werden, bewertet werden, hohen Erwartungen ausgesetzt werden, wo jemand sagt, na, aber das denkst du doch selber nicht, dass du jetzt ja gut bist. Guck doch mal, wie gut der andere ist, ja. Und da auch wieder Stein auf die kleine Pflanze, ja. Stein auf die kleine Pflanze, wohingegen, wenn selbst die Eltern wissen, okay, mein Kind ist jetzt vielleicht nicht der Rechenmeister vom Herrn, ja. Aber sie das dem Kind nicht sagen, dann wird es nie so einen Selbstwerteinbruch erleiden wie ein Kind, was vielleicht schon in der 2. Klasse irgendeine Dyskalkulie-Diagnostik bekommt. Ja, und das ist doch die Sache, weil wir leben ja auch durch unsere Glaubenssätze. Und die Schule, die ist ja eine Brutstätte für Glaubenssätze, negative vor allem, habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Ja, und wenn ihr das auch noch in euch merkt, heute noch, kann ich euch auch gerne ein Coaching anbieten mit mir, weil da können wir mal drauf schauen, ja, was glaubst du denn überhaupt über dich? Wie siehst du dich denn im Leben? Hast du noch diese Sachen wie ich kann kein Mathe oder ich bin unmusikalisch, ich kann keine Sprachen. Alles, ja, BS, wie man so schön sagt. Und könnt ihr alles sozusagen getrost in den Schrank hängen, zu den Mottenkugeln.
und einfach nochmal ganz neu anfangen. Ja, und das ist ja dieses De-Schooling, was wir alle so nötig haben, auch noch im Erwachsenenalter. Ja, weil das, es ist so krass, wie das in uns reinsteigt, diese ganze Schulhypnose, sag ich mal, dass wir das manchmal ganz unbewusst noch in uns rumtragen und dass wir Überzeugungen über uns erschaffen haben, die unser Gehirn natürlich auch immer wieder bestätigt. Das hatte ich im letzten Video mal erwähnt. Das ist nicht mehr schön, ja, weil vielleicht macht euch ja Musik trotzdem Spaß, ja, vielleicht würdet ihr es trotzdem genießen. Und von daher gern Bescheid geben, auch mit allen anderen Problemen zum Thema Kita-frei, De-Schooling-Phase, Schulunlust und so weiter, Kita-Eingewöhnung, alles das betreue ich sehr gerne im Moment, auch gerade wieder sehr intensiv mit vielen tollen Menschen aus der Community hier. Und ich freue mich einfach sehr, sehr, sehr immer, euch kennenzulernen, mehr kennenzulernen und auch so immer mehr ein Gefühl für die Probleme zu bekommen, die hier sind. Und dann kann ich natürlich auch immer maßgeschneiderter die Videos machen und auch natürlich auch eure Schwingungen wahrnehmen und zu schauen, was ist los? Ja, was sagt der Puls der Zeit? Und deswegen war mir dieses Video heute besonders wichtig, um einfach mal zu sagen, das Freilernen ist eine schöne Sache, um die Kindheit zu verlängern. Ja, Kita-frei ist auch eine tolle Sache, um die Kindheit zu verlängern. Und wir können heute eigentlich alles so gut brauchen, um unsere Kindheit zu verlängern, also die der Kinder und vielleicht damit auch unsere eigene und Dinge vielleicht nachholen, die wir selber so nie erlebt haben. Ja, das erlebe ich ja jetzt selber mit meiner Tochter. Und das ist so schön zu sehen, wie es auch eben anders gehen kann, als man es selber kennt. Und man so richtig ganz direkt kann man ja nur von sich selber sagen, wie die Schulzeit war und diese Altersphase, in der man ja dann bereits in der Schule saß. Und das zu vergleichen mit jemandem, der genau das gleiche Alter hat und auch und nicht in der Schule ist. Und das ist einfach schön, schön zu sehen, dass es auch geht. Das ist überhaupt kein Problem. Ich weiß gar nicht, warum so viele Leute immer so ein Heckmeck darum machen. Es ist wirklich überhaupt kein Problem. Und im Gegenteil, wir dürfen als Gesellschaft wieder mehr da reinkommen, dass wir die Kindheit wirklich als was Heiliges ansehen und dass die Kindheit wirklich genauso unter Schutz gehört wie die Natur. Ja, es gibt Naturschutzgebiete, aber es gibt keine Kindheitsschutzgebiete. Ja, sowas könnte man doch mal ausrufen, denn das ist eine heilige Phase, in der wir uns auf unser Leben tatsächlich vorbereiten. Und was wird in der Schule gemacht? Da wird jedes Kind jedes Kind soll in einen kleinen Erwachsenen verwandelt werden, ja? Und das ist doch schlimm, weil das unterbricht die freudvolle, weltzugewandte, neugierige Entwicklung eines jeden Menschen, eines jeden Individuums. Und das ist mein Ziel, dass das irgendwann tatsächlich mal hier ankommt, in den Köpfen der Menschen, dass Druck nichts erzeugt eigentlich außer Angst und angstvolles Handeln und Reagieren und dass wir mit viel mehr Offenheit und viel mehr Freiheit tatsächlich Menschen haben werden irgendwann, die genau wissen, was sie wollen, was gut für sie ist und die dann tatsächlich ihren Weg auch gehen. Ja, es wird ja so getan, als ob ein Kind, was mit 7 Jahren nicht lesen lernt, dass das total unter der Brücke landet. Ja, und dabei lernt es das vielleicht mit 10 Jahren. Bums, kannst das auch. Es ist doch heute vollkommen egal, wann du gelernt hast zu schwimmen, wenn du gelernt hast, Fahrrad zu fahren, wenn du gelernt hast, Bruch zu rechnen, wenn du gelernt hast, den Dreisatz, wenn du alles das gelernt hast. Der Punkt ist doch jetzt völlig egal, du kannst es tun. Ja, und du kannst dir sogar heutzutage noch viele neue Dinge aneignen, von denen du vielleicht nie gedacht hättest, dass du sie kannst. Und du kannst immer wieder Neues dazulernen. Und wichtig ist nicht, wann wir das gelernt haben, sondern wie wir das gelernt haben und warum wir das gelernt haben. Haben wir damit einen Sinn verbunden? Haben wir das freudvoll gelernt? Weil dann merken wir uns das. Und ganz wichtig, brauchen wir das Gelernte überhaupt? Denn alles, was wir nicht brauchen, schmeißt unser Computer da oben raus. Und ja, never to be seen again. Ja, also es ist tatsächlich so. Also vielleicht nochmal so ein kleiner Hauch von Erinnerung. Ja, vielleicht beim Wer wird Millionär, dass wir sagen, okay, das habe ich schon mal gehört, aber wir wissen nicht mal, welche Antwort dann richtig ist, ja. Das ist so dieses Buchwissen, formalbildende, charakterformalbildende Bildung,
wo man sagt, also Bildung mit formal bildendem Charakter, so meine ich das, wo wir sagen, ja, Latein ist wichtig. Ja, ich habe das kleine Latinum, frag mich heute. Ich kann ja keinen Satz mehr übersetzen, ja. Ich konnte das mal, ich konnte das sogar ganz gut. Und es ist weg. Und warum? Weil ich es nicht angewendet habe. So, Englisch habe ich in der Schule gelernt. Kann ich jetzt, mein Mann ist ja Engländer, auch verwenden im Alltag. Französisch hatte ich auch in der Schule. Hat jetzt den einzigen Zweck, dass ich mit meinem Spanisch dann immer durcheinander komme. Also, und was mich da total irgendwie aus der Spur wirft, weil die sich ja doch relativ ähnlich sind, die romanischen Sprachen alle untereinander. Und dann haut es mich da immer raus, ja. Aber auch das habe ich nicht verwendet. Und auch das ist wieder weg, ja. Also selbst etwas Alltagspraktisches und Lebendiges wie eine Sprache geht verloren, use it or lose it, wenn wir es nicht eigentlich fast tagtäglich verwenden, ja. Und das ist so wichtig, dass wir wirklich sehen, Kindheit ist super, super schützenswert. Und zwar eine freie Entwicklung ohne diesen ganzen Vergleichskram und ohne diese ganze Panik und das ganze Drama. Ich hatte ja auch mal ein Video gemacht, wie Kinder in die Diagnostikmühle geraten. Da habe ich mal so fiktiv, ja, ein Beispiel von ein und demselben Kind in einer sehr streng konservativ geführten Klasse und in einer eher liebevoll achtsam geführten Klasse. Und wie, was für einen Unterschied das schon machen kann. Einfach der Blick aufs Kind. Und ich glaube, irgendwann mal in 10, 20 Jahren, wenn wir darauf zurückgucken, was wir unseren Kindern da angetan haben, also ich sage das jetzt wirklich mal ganz ehrlich, wir werden nur noch mit dem Kopf schütteln, weil das einfach so widersinnig ist. Das haben schon so viele Leute vor mir gesagt. Ich sage es jetzt nochmal, dass alle im gleichen Raum zur gleichen Zeit das gleiche lernen müssen. Und dann ja sowieso wieder vergessen in den größten, also im größten Teil der Fälle. Das ist einfach super mega widersinnig, ja. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video nochmal näher bringen konnte, wie die Schule die Kindheit tatsächlich und die Persönlichkeitsentwicklung und die freie Entwicklung eben unterbricht und wie wichtig es ist, die Kindheit unter Schutz zu stellen, ja. Eigentlich müsste ich nochmal ein extra Video machen, genau mit diesem Namen, weil, ja, weil das eine Sache ist, die wir komplett vergessen. Ja, wir schützen das Klima, was auch immer das bedeutet. Wir schützen die Umwelt, das ist schon etwas greifbarer, aber wir schützen nicht die Kindheit als ganz, ganz, ganz wichtige, integrale Phase unserer Menschwerdung. Ja, und ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass ich euch wieder etwas inspirieren konnte. Schreibt mir gerne in die Kommentare eure Fragen, eure Gedanken, von mir aus auch einen Daumen nach oben, damit ich weiß, ihr habt zugeschaut und habt einen Mehrwert erhalten von diesem Video und teilt fleißig und auch immer natürlich den Daumen nach oben nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Video, ihr Lieben. Ciao!